Ja. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Säulensaal des Roten Rathauses in der Brain City Berlin. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz des Regierenden Bürgermeisters anlässlich der Verleihung des Nobelpreises an Frau Professor Charpentier. Zuerst wird der Regierende sprechen, anschließend Frau Professor Charpentier, gefolgt dann von Herrn Professor Lindenberger, Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, und Herrn Professor Markschies, BBAW-Präsident. Wir begrüßen heute auch ganz herzlich Herrn Professor Zöllner und Herrn Professor Ganden. Der Regierende, bitte. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen von mir auch hier in unserem Säulensaal im Roten Rathaus, der ja mal die Bibliothek des Roten Rathauses war und natürlich auch für Wissen und Wissenschaft stand. Insofern, glaube ich, ein idealer Ort, um diesen Morgen hier gemeinsam zu begehen. Ja, der 7. Oktober, als die Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt gegeben hat, an wen die Nobelpreise für Chemie vergeben werden, war ein besonderer Tag, glaube ich, in vielfacher Hinsicht und für viele Menschen. Natürlich in allererster Linie auch für Frau Professorin Charpentier und Frau Professorin Dautner, die nun diese besondere, diese höchste Auszeichnung der Wissenschaft bekommen haben. Es war ja kaum noch zu toppen nach dem Berliner Wissenschaftspreis 2018, aber es ist dann doch noch mal großartiger geworden mit dem Nobelpreis, und natürlich vermute ich, dass das auch im Leben einer Wissenschaftlerin ein ganz besonderer Moment ist. Ich glaube, es war auch ein besonderer Moment für viele, die in der Wissenschaft tätig sind, wahrscheinlich auch gerade für viele Frauen, viele jüngere Frauen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, was wir da erlebt haben, dass zwei herausragende Wissenschaftlerinnen gemeinsam diesen Chemie-Nobelpreis bekommen, und ich glaube, ein ganz wichtiges Signal. Wir haben das in Berlin ja, glaube ich, in den letzten Jahren schon sehr gut unterstützen können, dass auch Frauen diesen Weg in der Wissenschaft gehen können. Wir haben einen Anteil, der deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt, mit über 30% Wissenschaftlerinnen, Professorinnen in Berlin. Aber wir wissen, da ist noch viel mehr zu tun. Auch für die Politik ist dort viel zu tun. Und so ein Signal, dass zwei Wissenschaftlerinnen diese Auszeichnung bekommen, ist sicherlich auch für viele nochmal eine Motivation und Ermutigung, auch den eigenen Weg in der Wissenschaft zu gehen. Und dann war es natürlich ein besonderer Tag für uns in Berlin, für diesen Wissenschaftsstandort. Sie wissen, dass wir seit Jahren ja wirklich in einem großen Netzwerk nun schon mit vielen Aktiven jeden Tag versuchen, besser zu werden und noch mehr für die Wissenschaft zu erreichen, noch bessere Rahmenbedingungen, kluge Köpfe aus der ganzen Welt für diesen Standort zu begeistern, die Infrastruktur natürlich zu organisieren, die Mittel zu organisieren, das gehört mit dazu, die finanzielle Ausstattung, und dass wir auch international wahrgenommen werden in diesen Netzwerken. Und insofern ist es natürlich auch für den Wissenschaftsstandort Berlin eine große, ja, Ehre, eine große Auszeichnung, dass eine unserer Wissenschaftlerinnen hier in Berlin diesen besonderen Preis erhält. Ich will mich ganz besonders auch bedanken bei Herrn Zöllner und Herrn Ganden, denn wir haben in den letzten Jahren sicherlich sehr viel auch sichtbar erreichen können in der Wissenschaftspolitik, aber das bedurfte auch langer Vorbereitung und einer guten Grundlage, die in den Jahren davor auch geschaffen wurde. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes, dass wir eben über viele Jahre Arbeit jetzt auch sehen, wie es vorangeht und wie wir Schritt für Schritt immer mehr mindestens der deutsche Wissenschaftsstandort werden. Ich glaube, schon inzwischen weit darüber hinaus wahrgenommen werden als wichtiger und starker internationaler Wissenschaftsstandort. Wir wollen diese Entwicklung gerne weiter unterstützen. Dazu gehört, wie gesagt, Ausstattung. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten. Seit Jahren gibt es auch den Wunsch, natürlich von Frau Professorin Charpentier, von der Max-Planck-Gesellschaft, eben auch, ja, die entsprechenden Arbeitsgrundlagen zu haben. Im Moment ist sie tätig auf dem Campus der Charité in Mitte.
Und es ist uns gelungen, nun ein eigenes Gebäude auch in der Albrechtstraße freizubekommen, so dass wir, dafür sind auch schon die entsprechenden Verträge unterschrieben, dass wir für die nächsten 50 Jahre im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages unentgeltlich der Wissenschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, Frau Professorin Charpentier, für ihre Arbeit, für ihre Wissenschaft dieses Gebäude zur Verfügung stellen können, das jetzt auch ab dem 1.11. übergeben werden kann ans MPI und wo dann auch Schritt für Schritt mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, damit die Grundlagen, wie gesagt, stimmen und hoffentlich schon ab 2024 dann dort auch die Arbeit aufgenommen werden kann. Also, hier ist vieles zusammengekommen und ich will natürlich nicht unerwähnt lassen, dass auch inhaltlich das, was ja mit dem Preis verbunden ist, das ist ja die inhaltliche Arbeit der beiden Professoren, dass das, glaube ich, für viele Menschen ganz wichtig ist und auch wieder ein Stück Hoffnung gibt. Diese Chance, eben auch mit diesem Verfahren CRISPR-Cas Erbgutabschnitte gezielt entfernen oder austauschen zu können, so hat das auch die Akademie in Stockholm ja begründet, gibt auch wieder die Hoffnung, Erbkrankheiten ganz gezielt, ja, angehen zu können, beziehungsweise auch präventiv natürlich schon damit umgehen zu können. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen, die gesundheitlich sehr belastet sind, auch ein ganz wichtiges Signal und eine ganz große Hoffnung, die mit diesem inhaltlichen Ergebnis, mit dieser wissenschaftlichen Arbeit verbunden ist. Also, danke nochmal an alle Beteiligten, dass wir vieles hier an diesem Standort möglich machen konnten und Ihnen, Frau Professorin Charpentier, vor allen Dingen von uns allen aus vollem Herzen, von der Wissenschaft Berlin, Wissenschaftsstadt Berlin, einen großen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Dankeschön. Bitte schön. Okay. So, auf Englisch. So, dear Mr. Müller, thank you very much for your words. So I would like to thank first Mr. Müller and Mr. Krah for organizing this event to highlight science and the Nobel Prize for Chemistry of this year that was awarded, as you know, to myself and Jennifer Doudna at the University of California, Berkeley. Obviously the reason why you are all here today. Needless to say, I'm overwhelmed by this extraordinary distinction and I'm very grateful, honored and feel very humbled. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister Müller und ebenso an den Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Herrn Krach, dass Sie diese Veranstaltung heute organisieren, die ja die Wissenschaft in den Mittelpunkt stellt. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich zusammen mit meiner Kollegin Professorin Jennifer Doudna von der University of California in Berkeley den Nobelpreis in Chemie verliehen bekommen habe. Ich bin überwältigt. Das ist natürlich eine große Ehre für mich. So the prize recognizes the science, and I should specify the curiosity-driven fundamental research that has led to a technology, CRISPR-Cas9, for genome editing and engineering that has revolutionized the field of life sciences over already the past 8 years. Der Preis gilt natürlich als Auszeichnung für die Wissenschaft und ist ebenso eine bemerkenswerte Aufwertung für die wissenschaftliche Neugier und für die Grundlagenforschung. Die wissenschaftliche Grundlagenforschung, die CRISPR-Cas9-Methode, hat ja bereits die Lebenswissenschaften in den letzten Jahren grundlegend revolutioniert. So the prize recognizes mobility from my side. The discovery took place in Austria and mostly in Sweden. A strategic and multidisciplinary approach, at least from my side, reflective of a long journey tackling various research projects at various academic research institutions in Europe and the US, with all research topics of my career being recognized in this discovery, my past choices of lines of research and choices of countries and institutions where I performed my work make now sense through this recognition. Der Preis ist auch eine Anerkennung für Mobilität. In meiner Person sieht man das ja. Ich habe in Österreich geforscht und die meiste Zeit in Schweden. Ich verfolge einen multidisziplinären Ansatz. Ich habe eine lange Reise, wissenschaftliche Reise hinter mir. Ich habe verschiedene Projekte an verschiedenen Institutionen in der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika
bearbeitet und daran geforscht. Und dieser Preis ist eine Anerkennung aller dieser wissenschaftlichen Themen, die ich bearbeitet habe, eine Anerkennung meiner gesamten wissenschaftlichen Karriere, meiner Vergangenheit und der Entscheidungen, die ich getroffen habe. Das alles kommt jetzt zusammen und ergibt Sinn für mich. It recognizes a team of international scientists, I should say, only young European scientists, at the exception of Jennifer Doudna, who was heading the team in the US. And surely I cannot cite them all today. Das ist natürlich auch eine Anerkennung des gesamten Teams, des internationalen Teams von Wissenschaftlern und Forschern, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Das sind fast alles junge europäische Wissenschaftler, mit Ausnahme von Jennifer Doudna natürlich, die in Amerika forscht. Ich kann sie alle heute leider nicht bei Namen nennen, das sind zu viele. A collaborative work, first from my side with Jörg Vogel and Cynthia Sharma. Back then when they were in Berlin, now they are in Würzburg. I was in Vienna and in Umeå, and now I'm in Berlin. And then with Martin Jinek and Jennifer Doudna. Das sind vor allem meine Mitarbeiterinnen oder die wichtigsten Namen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, werden Jürgen Vogel und Cynthia Sharma. Sie waren vorher in Berlin, jetzt bin ich in Berlin, Sie sind woanders und dann war der... They are in Würzburg now. In Würzburg sind and Sie. And then with Martin Jinek and Jennifer Doudna. Yeah. Und mit Martin Jinek und, Jennifer Doudna natürlich. This recognizes as well all the pioneers of the CRISPR field of research, so the scientists who have worked early on and to understand that CRISPR was an adaptive immune system in bacteria, and also contributed early on to first deciphering the basis of CRISPR. Das sind alles Pioniere der Erforschung des CRISPR-Cas9-Mechanismus oder des CRISPR-Mechanismus. Das ist ja ein adaptives Immunsystem in Bakterien, das dort genutzt wird und das wir erforscht haben. It recognizes all the supporters of these findings and discovery. The funding organizations that financially supported the research, all the people working in the academic institutions where the work was done and who contributed, even not scientists to, in a way, the project. You know, science is a big machinery of institutions, funding, people working around the science. It is important to mention to the public. It also recognizes as supporters all the scientists, members of academies, scientific societies, organizations, foundations who have highlighted this discovery and have generously rewarded this discovery over the years. Das ist auch eine Anerkennung aller Unterstützer und Förderer diese Arbeit und ganz besonders der Finanzierer, der Finanzgeber, der Geldgeber, aller anderen Mitarbeiter in den Institutionen, den wissenschaftlichen Institutionen, die alle einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass diese Forschung erfolgreich war. Alle Wissenschaftler natürlich, die Wissenschaftslandschaft ist eine große Maschinerie von vielen Institutionen, vielen Menschen und natürlich auch von den Finanzierungsinstitutionen. Das sollte mal der Öffentlichkeit ins Bewusstsein gerückt werden. Ich möchte auch den verschiedenen Wissenschaftsakademien danken, den Wissenschaftsorganisationen, die alle unsere Arbeit unterstützt haben, und zwar auf sehr großzügige Weise. As you know, this is the discovery that is awarded by the Nobel Prize. It's really fundamental research science, but it's about ultimately also this science that has led to this transformative technology for genome editing and engineering in cells and organisms. And I would like to highlight that over the last 8 years, since we have published this article in Science that has described how to use CRISPR-Cas9 as a technology, many scientists and developers at academic institutions, biotech companies, pharmaceutical industries have jumped on the technology and they are doing, have done and are still doing a tremendous job to bring the technology forward
in different kinds of applications, including biomedical applications. Wie Sie wissen, war das ja eine Entdeckung der Grundlagenwissenschaft, die wir getätigt haben. Das ist eine transformative Technologie, die wir entdeckt haben, mit der man das Erbgut verändern kann. In den vergangenen acht Jahren, seitdem unser Artikel im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde, haben viele Wissenschaftler auf der Welt, viele Biotech-Unternehmen und auch pharmazeutische Unternehmen diese Technologie benutzt und weiterentwickelt und auch verschiedene Anwendungen entwickelt, die darauf basieren, unter anderem in biomedizinischer Hinsicht. And in this regard, I would like to thank Rodger Novak and Sean Foy, with whom I co-founded ERS Genomics and CRISPR Therapeutics, and all the teams at CRISPR Therapeutics and other biotech companies and pharmaceutical industries for their efforts and commitment to further develop the technology as gene-based medicines to treat serious human diseases. Mm. We were the first to go to Boston Cambridge to try to find some scientific founders who will be interested in going in this direction. And you have a lot of efforts going on all over the world, specifically in the US. Ich möchte meinen Kollegen danken bei ERS Genomics. Sie haben mir geholfen, diese Institution ins Leben zu rufen. Wir wollen alle weiter daran arbeiten, diese genbasierte Technologie weiterzuentwickeln. Es gibt auch Kollegen von mir, die dann zu Postdoc-Stellen nach Cambridge gewechselt sind und dort weiter an dieser Technologie arbeiten. Es gibt also viele Bestrebungen, viel Arbeit überall auf der Welt an dieser Technologie, um diese weiterzuentwickeln und weiter voranzubringen. So for the sake of time and because also of the translation, I would like to leave the stage to Ullmann Liedenberger and Christoph Markisch. I just would like to say that you may have understood, I mean, for sure science is about giving a lot, it's a lot of commitment, you know, for the pleasure of potentially be someone or some scientist who can have an impact on science and society, but it's a lot of people involved, and it's a pleasure for me to be here today, and for sure I'm again very humbled to have been recognized this most prestigious prize. And I guess there is a discussion later on of 15 minutes, so I'm sure you can ask me all the questions where we can discuss about Berlin and Germany, how I came to Germany and so on. So I would like to leave the stage. Damit möchte ich auch schon schließen. Ich möchte jetzt das Wort geben an Herrn Professor Lindenberger und Professor Markschies für ihre Ausführungen. Als Wissenschaftler gibt man ja seine ganze Arbeit der Gesellschaft sozusagen. Das ist ein großer Verdienst, eine große Ehre. Und ich möchte noch einmal sagen, dass ich mich sehr freue, heute hier sein zu dürfen. Ich fühle mich absolut geehrt, den Nobelpreis erhalten zu haben. Später gibt es dann noch die Gelegenheit für Fragen und Antworten mit der Presse. Und da können Sie auch Fragen zu Berlin und Deutschland ansprechen. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ullmann Lindenberger. Ich bin einer der Vizepräsidenten der Max-Planck-Gesellschaft und außerdem Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Ich möchte damit beginnen, dass ich mich ausgesprochen freue über die Einladung des regierenden Bürgermeisters. Ich glaube, das ist genau der richtige Anlass, damit wir hier zusammenkommen als Wissenschaft in Berlin und diese großartige Auszeichnung für Frau Charpentier gemeinsam feiern. Vielleicht noch eine kurze Information zur Max-Planck-Gesellschaft. Die hat drei Sektionen. Ich bin der Vorsitzende, der Vizepräsident der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion, interessiere mich selbst für die Entwicklung von Verhalten und Gehirn über die Lebensspanne.
Sie werden vielleicht schon mal von den Berliner Altersstudien gehört haben. Und wir sind, und darauf werde ich am Ende zurückkommen, angewiesen darauf, dass die Berliner Bürger uns vertrauen, dass sie gerne zu uns kommen, damit wir ihre Entwicklung uns anschauen können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Wissenschaft in einem guten Kontakt und in einem guten Austausch zu unserer Stadt stehen. Die Max-Planck-Gesellschaft hat in Berlin 5 Institute plus die Forschungsstelle von Frau Charpentier. Und diese Forschungsstelle heißt Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene. Und was Sie vielleicht gar nicht wissen, ist, dass in der Natur das, was Frau Charpentier als Werkzeug entdeckt hat, schon lange vorkommt. Nämlich, es kommt vor bei den Bakterien, die sich versuchen, gegen die Viren zu schützen. Und die schaffen es dann also, dass ihr eigenes Erbgut so zu verändern, dass die Viren die Bakterien schlechter angreifen können und auf die Weise immun werden gegen die Viren. Das heißt, wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, der in der Natur schon vorkommt und der dazu dient, Pathogene abzuwehren. Und deswegen sind wir begeistert davon, dass Frau Charpentier vorhat, ihre Forschung langfristig zu erweitern auf nicht nur diese eine Technik, sondern auf die Frage der Pathogene insgesamt. Und ich glaube, das, was Herr Müller bereits gesagt hat, nämlich die Wichtigkeit von Infrastruktur für exzellente Forschung, kann man gar nicht genug betonen. Und von daher freut es mich sehr, dass es nun gelungen ist, dem Senat und der Max-Planck-Gesellschaft gemeinsam das Gebäude in der Albrechtstraße im Rahmen des Erbbaurechts für die Wissenschaft zu sichern, für die Erforschung der Pathogene und dass wir hier nicht über irgendwas reden, sondern über etwas, was für die Menschheit wichtig ist, ist uns allen klar. Wir brauchen uns nur alle umzuschauen. Wir haben Masken an, weil wir uns gegen Pathogene schützen müssen. Und von daher ist die Forschung, die hier betrieben wird, auf der einen Seite Grundlagenforschung und auf der anderen Seite auch von unmittelbarer praktischer Bedeutung. Ich möchte auch noch sagen, dass das Papier, das Paper, das wirklich den Durchbruch in dieser Forschung gebracht hat, ein Artikel von 2012 in Science ist, das an der Universität Umeå geschrieben wurde, einer Universität hoch im Norden Schwedens, an der aber exzellente Forschung betrieben wird und dass es uns dann 2015 gelungen ist, Frau Charpentier als wissenschaftliches Mitglied zur Max-Planck-Gesellschaft dazu zu gewinnen. Und ich glaube, damit uns solche, wenn Sie so wollen, Anwerbungen gelingen können, braucht es natürlich die Max-Planck-Gesellschaft, aber braucht es auch das Umfeld, das solche wirklich außerordentlich wichtigen Berufungen ermöglicht. Und zu dem Umfeld gehört auch eine attraktive Stadt und gehört auch ein Kontext, in dem man sich als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler wohlfühlt. Ich möchte enden, und dann gebe ich auch schon an Herrn Markschies weiter, der da vielleicht noch mehr dazu sagen wird, dass dieses Umfeld angewiesen ist auf Öffentlichkeit und auf junge Menschen, die sich für Wissenschaft begeistern. Und ich glaube, wir sollten uns immer wieder überlegen, gerade in verantwortungsvollen Positionen, wie es uns gelingt, diese Begeisterung und auch dieses Verständnis für die Wissenschaft bei jedem Einzelnen zu wecken. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das erste Wort ist Gratulation, Emanuel. Es ist ein unglaublich großartiger Anlass, aber auch Gratulation. Der Regierende steht vor dem schönen Slogan Brain City. Das ist ja nun wirklich kaum besser zu dokumentieren. Ich möchte ganz kurz 3 Dinge als neuer Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sagen. Als erstes, wir haben zwar 80 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger im Rahmen der Akademie und es ist der 80. aber es ist ein ganz besonderer. Es ist eine ganz große Revolution. Vielleicht gestatten Sie das, dem Geisteswissenschaftler zu sagen, durch diese Möglichkeit, etwas in Form einer Technik repetieren zu können, was die Natur kann, verändert sich unser Umgang mit Krankheit, mit dem Menschen in einer ganz, ganz zentralen Weise.
Und das kann geschehen, weil Grundlagenforschung, das hat Emanuel gesagt, weil Grundlagenforschung, die ganz zentral ist, sich zu einer Form von und einem Bündel von Techniken weiterentwickeln kann. Und dieser Zusammenhang von Grundlagenforschung und angewandter Forschung, bei Leibniz wird das noch lateinisch ausgedrückt, Theorie mit Praxis, ist für exzellente Wissenschaft schlechterdings zentral. Und meine Vorhersage ist, dass ähnlich wie bei der Relativitätstheorie diese Entdeckung dieses vergleichsweise schlichte Papers, ja ähnlich bei der Relativitätstheorie, umwälzende Folgen haben wird. Und diese Revolution möchte ich als ersten Punkt hervorheben. Das Zweite, was ich gern hervorheben möchte, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat im ersten Jahrhundert nur Französisch gesprochen. Da wäre es noch einfacher gewesen. Berlins Wissenschaft war immer schon sehr international. Berlins Wissenschaft ist jetzt wieder internationaler nach einem schrecklichen Jahrhundert. Und das ist ein Verdienst der Politik. Der Name von Jürgen Zöllner ist schon genannt worden, von Detlef Ganten, von Michael Müller, die Voraussetzungen geschaffen zu haben, dass Wissenschaft, die grenzenlos, transnational, vielsprachig ist, nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch Französisch und in vielen anderen Sprachen, in Berlin gepflegt werden kann. Das scheint mir auch das Bedeutsame. Es ist deutlich, Frauen und Menschen, die andere Sprachen sprechen, nicht in Berlin geboren sind. Und da wir eine gastfreie Stadt sind, kann Wissenschaft auch so funktionieren, wie sie funktionieren sollte. Und der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte, der ist der, dass natürlich eine solche Revolution viele, viele Fragen freisetzt. Wenn Sie daran denken, das hat Emanuel gesagt, wir werden uns wie bei allen revolutionären wissenschaftlichen Entdeckungen, Relativitätstheorie, fragen müssen, wie wir mit diesen Entwicklungen umgehen. Wie gehen wir damit um, dass ein Stückchen weit Mensch auch gestaltbar werden könnte. Und da gibt es eine Akademie dafür. Unser gesetzlicher Auftrag ist, solche Gespräche zu organisieren, in denen Gesundheit nicht nur als ein Thema der Medizin, sondern auch der Sozialwissenschaften, der Philosophie, der Bildungsforschung verstanden wird. Und in engen Schulterschluss mit der Max-Planck-Gesellschaft war ja ein Theologe, Adolf von Harnack, der einen entscheidenden Anstoß zur Gründung der Max-Planck-Gesellschaft gegeben hat. Und vor allen Dingen mit Emanuel werden wir diese Gespräche und dieses Nachdenken am Gendarmenmarkt organisieren. Und wie Herr Lindenberger schon vollkommen richtig gesagt hat, so, dass wir das nicht nur hinter schweren Mauern tun, sondern dass wir das möglichst auf dem Gendarmenmarkt tun. Das ist ja jetzt auch eine Corona-gerechte Verhaltensweise, dass wir nicht hinter Mauern, sondern auf einem Platz uns unterhalten, dass Sie Anteil nehmen können an den Debatten darüber, was für Folgen diese Revolution für unser Bild vom Menschen, für unser Bild von Gesundheit hat, dass das überaus aktuell ist, ist vollkommen klar. Und mein Eindruck ist, wenn man einfach diese Revolution als Revolution darstellt und bedenkt, dann fasziniert man auch jüngere Leute, vor allen Dingen auch Frauen, vor allen Dingen solche, die nicht aus klassischen Wissenschaftsfamilien kommen, an dieser Stelle weiterzumachen. Mein erstes Wort war große Gratulation und Mitfreude, mein letztes Wort auch. Vielen Dank, Herr Professor Markschießen, Herr Professor Lindenberger. Und jetzt wären wir genau an dem Punkt, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Ich würde Sie gerne bitten, dabei aufzustehen, das Medium zu sagen und Ihren Namen damit Frau Charpentier und Herr Müller, Herr Markschieß und Herr Lindenberger wissen, mit wem Sie sich unterhalten. Vielen Dank. Wer? Herr Faron. Das Zweite ist,
first part, I think. Okay. I understood. Okay. Yeah. I hope I understood the first part. The second part I already forgot. I think the first part was what I found in Berlin, which I could not find in Sweden, etc. So first of all, yes, indeed. First of all, I should say that I arrived in Germany in 2013, but it was thanks to a recruitment that occurred in 2012. And here I would like to thank the Medical School of Hannover with the former presidents, Mr. Suhrmann, Mr. Christopher Baum, surely the Helmholtz Association, that was key first, with Jürgen Mlunek, who was the former head of the Helmholtz Association, who was obviously recognized, or let's say, recognized the work before the science paper was published. That was another published prior to the science paper, that was a Nature paper in 2011. Dirk Heinz, also head of the Helmholtz Center for Infection Research, and Helmut Schwarz, former president of the Alexander von Humboldt Foundation, because they have been key in, or let's say, in recruiting me and in providing me the funding and the means to start in Germany in Braunschweig. And this was based, because it's also important to understand, it's a connection also of people you may have met in the past. And this was also thanks to Tim Sparwasser, former colleague of mine, who had invited me early 2012 to give a talk in Hannover and Braunschweig. And then following my talk, there was a very fast machinery in place to recruit me very fast. Max Planck found out that I was existing later, 2.5 years later, but they also ultimately put a machinery very fast in place. Actually, both institutions, so let's say organizations, Helmholtz and Max Planck, were able to to accelerate the processes in a way that was obviously not done before, which I greatly appreciated. My move to Berlin was linked to the fact that, yeah, the systems are different between Helmholtz and Max Planck, and Max Planck has this idea to, and also the means, to focus on pure fundamental research, curiosity-driven. Helmholtz is a bit different, it's more these programs. Both have advantages, I have to say, since I'm at Max Planck. I'm even not, I'm more fan of the European Molecular Biology Laboratory model, that is a European model, but with the organization mainly based in Heidelberg, Germany. I mean, you may know that this organization is more than 50 years old. And this was a model that I knew from my former time in Austria and Sweden. My move to Germany was to get closer to my family and also, you know, I don't know if you ever went to the north of Sweden, but I was living in Umeå. It's 400 kilometers south of the Polar Circle. So I was not sure whether I wanted to live there all my life. Having said this, the Swedish system is very interesting in terms of the way scientists exchange, of the infrastructure. But I'm a mobile scientist. I'm a bit of a free electron. I'm always curious. The fact is that I have always worked with Germans during my postdoctoral time. When I was in Austria, my collaborators and let's say the scientists around me were mostly German. I go to Sweden, the same thing. So I was so much used to deal with Germans that I thought that actually maybe my country was Germany. And so, yeah, so this is where I ended up. And Berlin is, yeah, it's a very interesting city, historically speaking. And I've always been, let's say, interested in one day living in Berlin, you know. I was born at a time where, let's say, I was, how old I was? I was about 20 years old when the world was falling. And it's something that for sure has also, was in my mind, to come to Berlin one day. I had given myself three choices, go back to Paris, but I say no, don't go back to France, London, but then I thought that it was maybe too much of a financial city, and then Berlin, so I ended up in Berlin. Mm-hmm. Also, ich versuche mal, das zusammenzufassen. It's difficult, but you can... It's a challenge, it's a challenge.
Also ich bin 2013 nach Deutschland gekommen, aber es gab schon einen Vorläufer dafür. Es gab schon Anzeichen, dass das passieren würde. 2012 wurde ich nach Hannover eingeladen vom Präsidenten der Helmholtz-Gesellschaft, Christoph Baum. Und Jürgen Lüneck war ebenfalls maßgeblich daran beteiligt, mich hierher zu holen. Sie haben meine Arbeit bereits begutachtet oder haben davon erfahren, bevor die Artikel in den Wissenschaftszeitungen veröffentlicht wurden. Das war natürlich der Artikel 2012 in Science, aber es gab schon einen Vorläuferartikel 2011 im Magazin Nature. Dann gab es noch Dirk Heinz und Helmut Schwarz, die ebenfalls maßgeblich daran beteiligt waren. Sie haben mir die Finanzmittel besorgt und auch die Ausstattung, sodass ich meine Arbeit aufnehmen konnte. Das war zunächst in Braunschweig. Auch Tim Sparwasser hat eine wesentliche Rolle gespielt. Er hat mich eingeladen 2012 zu einer Vorlesung nach Hannover, beziehungsweise hatte mich eingeladen, eine Vorlesung zu geben in Hannover und Braunschweig. Und die Max-Planck-Gesellschaft kam dann 2,5 Jahre später ins Spiel, und sowohl die Helmholtz-Gesellschaft als auch die Max-Planck-Gesellschaft haben Unerhörtes geleistet, haben Wunderbares geleistet, um meine Arbeit mir zu ermöglichen. Das sind verschiedene Systeme. Die Max-Planck-Gesellschaft arbeitet anders als die Helmholtz-Gesellschaft, aber beides ergänzt sich. Die Max-Planck-Gesellschaft konzentriert sich mehr auf Grundlagenforschung, das heißt auf die Neugier von Wissenschaftlern herauszufinden, wie Prozesse in der Natur funktionieren. Die Helmholtz-Gesellschaft baut eher darauf auf. Eine weitere wichtige Station war Heidelberg, das europäische. No, actually, in Sweden, it was a partnership with the European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg. Okay, mit dem europäischen molekularbiologischen Labor in Heidelberg gab es eine Kooperation mit der Universität in Schweden, und meine Entscheidung, nach Deutschland zu ziehen, war unter anderem auch dadurch begründet, dass ich näher an meiner Familie sein wollte. Und ich weiß nicht, ob Sie Umeå kennen, das ist im Norden von Schweden, 400 Kilometer südlich des Polarkreises. Ich war mir nicht sicher, ob ich mein ganzes Leben dort verbringen wollte. Allerdings muss man auch sagen, dass das schwedische Forschungs- und Universitätssystem sehr interessant ist. Dort gibt es einen großen Austausch mit anderen Wissenschaftlern untereinander. Aber ich war schon immer eine sehr mobile Person, quasi ein freies Radikal, ein freies Elektron, sodass ich schon immer an verschiedenen Orten gearbeitet habe. Und ich war mein ganzes Leben immer von Deutschen umgeben, sowohl in Österreich als auch in Schweden. Und deswegen schien es mir quasi schicksalhaft, dass ich dann irgendwann mal nach Deutschland kommen würde. Berlin ist natürlich eine wunderbare Stadt, ganz besonders in Bezug auf die Geschichte. Und ich wollte schon immer in Berlin leben. Ich war ungefähr 20 Jahre alt, als die Mauer fiel. Und ich habe auch kurz erwogen, nach Paris zu ziehen und nach Frankreich. Das ist dann aber nicht so gekommen. Deswegen freue ich mich jetzt, hier in Berlin sein zu können. And also Berlin has always had a very strong focus in microbiology and infection biology. And this was also the reason that attracted me to Berlin, because I started at the Max Planck Institute for Infection Biology here. Und Berlin hat natürlich schon seit jeher einen großen Schwerpunkt auf der Mikrobiologie und auf der Infektionsbiologie. Deswegen war das natürlich ganz besonders von meinem eigenen molekular-mikrobiologischen Hintergrund eine gute Kombination, hierher zu kommen. The second question was most likely about the technology, right? Yeah. So very fast. So yeah, the technology has very broad applications in the field of life sciences, ranging from really a huge impact in research and development, so trying to understand the functions of genes, accelerating the process of performing genetics in various cells and organisms that are critical to acquire more scientific knowledge, large also applications of the technology in biomedicine to try to accelerate the process of finding new targets for therapeutics, of developing models that allow to test drug in development. So also development of the technology as direct medicine, and a lot of implication as well besides research and development in food biotechnology. Die Technologie hat natürlich großartige Anwendungen überall in den Lebenswissenschaften, ganz besonders in der Forschung und Entwicklung.
Einerseits ermöglicht sie es, die Funktionen von Genen zu verstehen, wie diese in Organismen umgesetzt werden oder wie sie funktionieren in den Organismen. Ebenso gibt es Anwendungen im Feld auf dem Gebiet der Biomedizin. Dort werden neue Therapien beispielsweise erforscht und neue Modelle der medizinischen Behandlung. Das ist also eine ganz direkte Anwendung dieser Technologie. Und auch im Lebensmittelsektor gibt es einige Anwendungen, die dort entwickelt werden. So, wir würden jetzt noch mindestens eine Frage nehmen. Frau Birkner hatte sich schon gemeldet. This I have difficulties to hear. So actually, there are clinical trials happening for the use of the technology to treat human genetic blood disorders and also cancer through cancer immunotherapy via the engineering of immune cells that recognize specifically sick cancer cells. But you have already patients, and actually also in Germany, through clinical trials that actually have been conducted by CRISPR Therapeutics, were already cured. So very few patients who have shown that, they can be cured at least for the last 6-8 months for sickle cell diseases and beta thalassemia without the need of transfusions, and which is a huge, positive impact on their daily lives, because transfusions is quite a burden for patients. And so these are the proof of concepts, and surely the technology is developed further to treat other types of genetic disorders, at least focusing on those genetic disorders where the cells are easily accessible because it's a combination of gene therapy and cell therapy. And already clinical trials happening with regard to cancer of blood cells or leukemia. Es gibt bereits klinische Studien, die laufen, und dort gibt es einige Erfolge bereits zu verzeichnen. Dort hat man beispielsweise Krebspatienten behandelt, und man konnte dort sehen, dass einige Heilungserfolge sich eingestellt haben, zumindest in den ersten 6 bis 8 Monaten. Diese Erfolge haben sich auch gezeigt bei Sichelzellanämie und bei Thalassämie, ist das die Krankheit? Gut. Dort sind die Patienten ohne Transfusion ausgekommen, und das war natürlich ein ganz besonderer Fortschritt, denn die Transfusion belastet diese Patienten erheblich. Damit hat sich also dieses Konzept bewährt, und nun versucht man das auch auf andere Erbkrankheiten auszudehnen, zumindest dort, wo die Zellen, wo es einen leichten Zugang zu den erkrankten Zellen gibt, denn die CRISPR-Technologie ist ja eine Kombination von Gentherapie und zellulärer Therapie, und deswegen braucht man diesen leichten Zugang zu Zellen. Aber dort gibt es bereits einige Studien und einige Erfolge. Ich denke, das ist vielversprechend. So, wir hatten noch eine Frage von Herrn Karberg. Das wäre dann auch die letzte für heute. Und anschließend würde der regierende Bürgermeister noch gerne ein paar Worte richten. Bitte. Yes, for sure. I think a number of scientists nowadays are mobile. You have for sure also the personal context that does not always allow the scientists to be as mobile as I was. I think Germany is an attractive country in Europe. Surely you mentioned a good point. I think we don't know what will be the political situation in the US and
It is probable that a number of scientists right now in the US, whether they are Europeans or non-Europeans, would like to come to Europe. Then here it will be a challenge because there will need to be a very good strategy and in place to very fast acquire more funds and infrastructure to bring scientists to Europe. But I think in Europe it's very important that Europe really evolves their system to be more adapted to what is going on in our days. Research goes very fast, applications of research can go very fast, and we deal with big institutions, with bureaucracy, with sometimes the speed that does not go along with what the young researchers would like to have. And for sure in the US, a possibility to be sometimes more, let's say, adaptable. So this is the challenge for Europe in the next years to come. Gut, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich will abschließend nochmal auf etwas eingehen, was jetzt in der Diskussion schon eine Rolle gespielt hat, und einen kleinen Werbeblock machen. Helmholtz hat schon eine Rolle gespielt und Wissenschaft natürlich ohnehin. Wir werden 2021 ein großes Wissenschaftsjahr in Berlin haben, und daran will ich nochmal erinnern. Wir nehmen die Geburtstage, die 200. Jahrestage von Helmholtz und Virchow zum Anlass, um das ganze Jahr 2021 die Wissenschaft in Berlin, herausragende wissenschaftliche Leistung, die Institutionen bekannt zu machen. Wir laden die Berlinerinnen und Berliner und unsere Partner in der Welt ein, mit uns hier in Berlin über Wissenschaft zu diskutieren. Die Akademie hat sich viel vorgenommen. Wir haben ein Kuratorium gebildet mit vielen Aktiven aus der Wissenschaft und aus der Forschung, wo wir jetzt genau dieses Programm auch unter Leitung und Führung von Herrn Ganten formulieren wollen. Und ich glaube, das wird nochmal für Berlin auch einen Schritt nach vorne bedeuten. Viele wissen schon, was wir an diesem Standort auch zu bieten haben. Aber wir wollen tatsächlich die Berlinerinnen und Berliner und die Freunde in aller Welt noch mehr dafür begeistern. Und ich sage mal, es schadet auch nichts, den Bund und Europa dafür zu begeistern. Es gibt ja offensichtlich immer noch Diskussionen, dass auf europäischer Ebene der Forschungsetat gekürzt werden soll. Nach dem, was wir gerade gehört haben von Frau Charpentier, sollte vielleicht auch so etwas nochmal überdacht werden, welche Rolle Deutschland und Europa spielen sollte in der Wissenschaft. Ich denke, die Mittel für Forschung und Wissenschaft sind gut angelegte Mittel, die wir auch dringend brauchen für die Weiterentwicklung. Also, das war der kleine Werbeblock, aber wir haben alle miteinander schon gratuliert. Zur Gratulation gehört natürlich wenigstens ein kleines Geschenk, und deswegen von uns nochmal von der Stadt ein Dankeschön verbunden mit einem Blumenstrauß. Dankeschön. Ah, okay, flowers. Wir kommen und bis zum nächsten Mal in der Brain City Berlin.